Am 27. Jänner fand im Medisport Frastanz eine interessante Veranstaltung zum Thema Ernährung und Bewegung statt. Guten Abend, ich bin der Rindra Martin, bin Sportphysiotherapeut und Ernährungscoach und bin Inhaber von der MR Vital Coaching AG. Und wir haben da gemeinsam mit dem Medisport, mit dem Marcel Fischer heute einen ganz spannenden Vortrag über das Thema Gewicht, Übergewicht, über das Thema Ernährung, Bewegung und diese Zusammenhänge, weil es da sehr, sehr viel Lügen, Unwahrheiten, Halbwahrheiten gibt und diese Themen ganz, ganz eng zusammenhängen. Und jetzt im neuen Jahr, jeder sich Vorsätze genommen hat, jeder überlegt hat, wie kann ich mein Gewicht, meine Gesundheit, meine Leistungsfähigkeit verbessern. Und da möchten wir heute die Leute informieren und versuchen, ihnen einfach Impulse und verschiedene Ansätze zu geben, in welche Richtung die aktuelle Wissenschaft und im Bereich Ernährung und im Bereich Bewegung geht. Und dass der entscheidende Faktor nicht einzelne Dinge sind oder kurzfristige Sachen, sondern das Entscheidende eine langfristige Lebensstiländerung, die ihr Spaß machen muss und die umsetzbar sein muss. Und genau um das dreht sich der heutige Arbeit. Es geht miteinander. Ich bin der Marcel Fischer vom Medisport Frastanz. Wir haben heute Abend eine Veranstaltung, die nennt sich Kickback Weg Coaching. Für uns im Medisport ist das ein wichtiges Thema. Wir haben ja auch ein Fitnessstudio dabei, nicht nur eine Physiotherapie. Und haben da sehr viele Patienten oder Kunden, die aus medizinischen Gründen ein Training durchführen wollen. Zum Beispiel solche mit Stoffwechselerkrankungen, die Diabetes haben, Typ 1, Typ 2, solche, die Koronarerkrankungen haben, nach Herzinfarkt, Durchblutungsstörungen. Also zum Teil diabetisch bedingte oder ernährungsabhängige Stoffwechselerkrankungen. Deswegen ist es für uns ein Thema, das uns jeden Tag betrifft. Deswegen habe ich mir schon lange vorgenommen, dass ich mich mal um das Thema kümmere und einen Infovortrag mache. Im Anschluss daran bieten wir auch ein Ernährungscoaching über vom Aschermittwochwerk bis im Mai rein, mit 7 Abenden, 2 Stunden mit PowerPoint-Vortrag, wo individuelle Probleme aufgegriffen werden, wo man exakt lernt, was soll ich am Montag essen, was am Dienstag, soweit das für die Allgemeinheit Gültigkeit hat. Und es gibt 3 Einzeltermine dazu, wo die individuellen Probleme erörtert werden. Der eine hat eine Stoffwechselerkrankung, der andere nicht. Der eine ist einfach nur übergewichtig aus familiärer Disposition, aus verschiedensten Gründen. Da kann man individuell drauf ein und begleiten diese Personen. Kombinieren kann man das oder muss man das mit einem Fitnesstraining. Das muss aber nicht im Medisport sein, aber wir weisen darauf hin, dass nur Diät wenig Sinn macht. Man muss es kombinieren mit Training. Und genau um den Themenbereich bemühen wir uns jetzt die nächsten 3 Monate intensiv. Ein Haus ist ein ganz stabiles und gutes Bauwerk, wenn es alles hat, was es braucht. Und wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass das Thema Gesundheit so die Spitze von dem Haus ist, also der entscheidende Punkt. Wenn wir gesund sind, dann würden wir auch sagen, was nachher die Folge von Gesundheit ist. Und damit das Haus ganz steht oder damit wir gesund leben können, müssen wir auf bestimmte Dinge achten. Das sind manche Dinge, die ganz, ganz klar sind, wie zum Beispiel das Thema Bewegung oder Training. Training ist es denn, wenn man sich im Alltag zum Beispiel zu wenig bewegt. Denn macht man Training oder ein Sportler macht Training. Aber es geht prinzipiell ums Thema Bewegung. Und ein ganz wichtiger, weiterer zentraler Aspekt ist das, was zwischen meinen Ohren passiert. Was dort innen passiert, sei das Psyche, Emotionen, auch ein wichtiger Punkt, es ist ein relativ großer Graubereich, Stressmanagement, Life Balance und. Also das ist auch ganz ein entscheidender Faktor. Wie gehe ich mit der ganzen Thematik, wie gehe ich mit dem Bereich um? Und das Dritte ist die Ernährung. Mit diesen 3 Bereichen ist das Haus Gesundheit absolut stabil. Also es braucht immer für Gesundheit alle 3 Bereiche. Und wenn diese 3 Bereiche funktionieren, dann habe ich dementsprechend Gesundheit. Und zwar können wir
mit diesen drei Aspekten circa 80% unserer Gesundheit selber beeinflussen. So wie jeder, egal ob jung oder alt. Natürlich habe ich, wenn ich je nach Voraussetzung, einen unterschiedlichen Start, aber ich kann extrem viel beeinflussen. Wir leben in einer Welt, die sich völlig verändert hat, aber unsere Gene, das, was unseren Körper ausmacht, der lebt eigentlich noch mit einem Speer in der Hand, wo er der Jagdweg zur nächsten Mahlzeit nicht von der Couch bis zum Kühlschrank 2,5 Meter war, sondern 2,5 Wochen. Also Bewegung und Ernährung haben früher ganz eng zusammengehört. Es gibt nie Ernährung ohne Bewegung und nie Bewegung ohne Ernährung. Wir müssen eben, wenn ich gesehen habe, den Jäger anschauen, der hat auf den Weg gehen müssen, um Essen zu finden. Diese Essen und Bewegung sind Trendwaren und das macht die Schwierigkeit aus, damit wir uns gengerecht oder dass wir gengerecht leben und vor allem auch essen. Gewichtsreduktion und Training gehört zusammen, haben wir schon gehört von Martin. Es geht nicht das eine oder das andere, ohne das andere. Wie kann man das mit Training beeinflussen? Durch zwei Faktoren, durch Ausdauertraining und durch Krafttraining. Beides kombiniert mit der Umstellung der Ernährung führt zum besten Ziel. Ich bin selten, aber doch am Skitouren gegangen und so wie 80% von der Vorarlberger Männer Skitouren ausführen, ist es schwer anaerob. Die hechen da Laternen auf für ein paar Zorrufe, dass ich immer mal nicht ein Defi mitnehmen, der da hinten weghängt. Weil es ist gleich mal Lavaschlag, das hat mit sinnvollem Training gar nichts zu tun. Die überlassen sich alle unglaublich. Man fühlt sich da zwar wohl, wenn man es regelmäßig macht. Man geht rauf, schwitzt gehörig, das Häs ist durchgeschwitzt und schnuffert nachher, ist richtig müde, am Abend, Äugle gehen gleich zu, aber es ist nicht gesund. Die meisten von denen sollten viel extensiver trainieren, sich länger Zeit lassen, nicht sagen, in einer Stunde bin ich da, das ist unwichtig. Für Herz-Kreislauf oder für Fettverbrennung, für gesundes Training geht es eher eine kleine längere und weniger intensiv, bringt viel mehr. Dann regenerierst du den Körper oder trainierst die Grundlagen aus da, aber du belastest sie nicht. Und viele belasten nur, machen sich eigentlich ständig kaputt. Wir werden dann eine Vortragsreihe anbieten im Medisport, wo wir individuell für die Teilnehmer, das sind ja nicht alle da heute Abend, es haben sich einige angemeldet, die auch heute nicht da sind, wo wir immer in einem PowerPoint-Vortrag einen bestimmten Themenbereich angehen und diesen Themenbereich auch individuell für jede einzelne Person anpassen, was die Ernährung betrifft. Und es gibt einen zweiten Bereich, das ist das Fitnesstraining, gehört auch dazu, das kann man im Medisport machen, muss man aber nicht, aber ohne Bewegung funktioniert das ganze Konzept ja nicht. Und wir werden Ihnen lernen und zeigen, welche Bereiche Sie benutzen müssen, damit es so funktioniert. Im Anschluss an die interessanten Ausführungen der beiden Referenten blieb genug Zeit, um unbeantwortete Fragen zu beantworten. Das Keks-Speck-Weg-Coaching startet am Aschermittwoch. Weitere Informationen sind im Medisport Frastanz erhältlich.